Das sind einige unserer Themen heute. Abwasserbeseitigungsbetrieb Pirmasens erhält Qualitätssiegel. Abschlussveranstaltung Wir sind bunt bei der JUKW. Mitgliederversammlung Mountainbike Park Südwestpfalz und vieles mehr. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe Kompakt in 2017. Der Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens ist Mitte Dezember von der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall, DWR, mit dem Qualitätssiegel Technisches Sicherheitsmanagement ausgezeichnet worden. Bei der Übergabe des Zertifikats waren wir mit dabei. Beigeordneter Michael Schieler und Baudirektor Michael Maas konnten zusammen mit Mitarbeitern des Abwasserbeseitigungsbetriebs Vera Hecke-Roth, Geschäftsführerin des DWA-Landesverbands Hessen-Rheinland-Pfalz, in Pirmasens begrüßen. Das von ihr mitgebrachte DWA-Qualitätssiegel bescheinigt dem Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt technisch und organisatorisch vorbildlich aufgestellt zu sein. Von Seiten Pirmasens hatte man sich bewusst der Überprüfung gestellt und die DWA dafür eingeladen. Die Fachleute waren 2 Tage bei uns, haben sich mit den Mitarbeitern unterhalten, haben sich die Organisationspläne angeschaut, aber auch die Technik in den 2 Großkläranlagen sehr intensiv unter die Lupe genommen und dann abgecheckt, was wird in Richtung Arbeitssicherheit, in Richtung Betriebssicherheit, in Richtung Risikomanagement alles unternommen bei uns, beziehungsweise wie sind die Strukturen dazu, um Gefahren rechtzeitig und Risiken rechtzeitig abschätzen zu können. Ist es implementiert im Betrieb, wird es gelebt und so weiter. Also es war ein sehr umfangreiches Untersuchungsverfahren mit über 250 Fragen, die zu beantworten waren. Das Ergebnis freut natürlich, auch wenn man seitens der Stadt von der eigenen hohen Sicherheitsanforderung selbstverständlich nicht überrascht ist. Schieler sieht schon seit Jahren bereits eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit im Pirmasenser Abwasserbeseitigungsteam, wo auch stets Impulse von allen Seiten aufgenommen werden und der Dialog funktioniert. Wir haben zusammen, denke ich, jetzt in den letzten 15 Jahren, kann ich insofern auch mal ein bisschen Bilanz ziehen, denke ich, sehr gute Ergebnisse erzielt. Die drücken sich auch dadurch aus, ich bin ja auch noch Finanzdezernent, dass wir über viele Jahre jetzt, ich glaube über 10, 12 Jahre oder vielleicht sogar 14 Jahre, ich weiß es gar nicht mehr genau, stabile Preise haben im Abwasserbereich. Das ist nicht selbstverständlich. Da gehört viel Arbeit im Team dazu und insofern großer Dank auch an die Mitarbeiter. Dazu kommt der Pirmasenser Anspruch, auch neue Projekte anzugehen und nachhaltig zu planen. So etwa zurzeit mit dem Bau einer Phosphor-Recycling-Anlage in der Kläranlage Felsalbe. Als endlicher Stoff wird Phosphor irgendwann sehr teuer werden. Die gesetzliche Vorgabe, ihn aus Klärschlamm zu gewinnen, ist bereits da. Pirmasens geht mit gutem Beispiel voran. Und da zeichnet es uns aus, dass wir seit vielen, vielen Jahren an diesem Thema sehr eng schon dran sind, dass wir Konzepte erarbeitet haben, dass wir die Finanzierung geklärt haben, dass wir Zuschüsse des Bundes, des Landes bekommen haben. Da haben wir auch viele Jahre dafür gekämpft und dafür gearbeitet, Überzeugungsarbeit geleistet. Und weil es ein Pilotprojekt ist, aber dann letzten Endes doch diese Finanzierung bekommen haben. Und jetzt sind wir im Bau. Das Qualitätssiegel der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall wird seit 2003 vergeben. Bundesweit sind über 100 Unternehmen mit dem Zertifikat bestätigt. Das Demokratie-Leben-Projekt der JUKW Pirmasens Wir sind bunt ist abgeschlossen. Die entstandenen Kunstwerke und das selbst komponierte Lied, die im Rahmen des Projekts entstanden, wurden bei der Abschlussveranstaltung Mitte Dezember der Öffentlichkeit vorgestellt. Auch wir waren in den Räumen der Jugendkulturwerkstatt. Hier eine Zusammenfassung des Abends.
demokratische Prozesse, die Bundestagswahl oder auch Werte wie Respekt, Toleranz und Akzeptanz waren die Themen des diesjährigen Projekts der Jugendkulturwerkstatt Pirmasens. Gemeinsam mit der Grundschule Merzalben-Leimen wurden im Rahmen des Projekts Wir sind bunt, welches über das Bundesprogramm Demokratie leben gefördert wurde, Kunstwerke gemalt sowie ein fertiger Song zum Thema Demokratie komponiert. Beim Texten des Liedes sprudelten die Ideen nur so aus den Köpfen der Kids, wie uns Musikleiterin Theresa Kämmlein erklärte. Das war ganz schön, weil die Kinder hatten die Idee, symbolisch ein Haus zu bauen, in dem alle Menschen leben können. Und darauf basiert dann auch der Text. Sie haben sich dann überlegt, was ihnen wichtig ist in diesem Haus. Da war von Wände aus Gummibären bis ein Platz für jeden und fließendes Wasser und ausreichend Essen, wirklich alles dabei. Das Lied und die Kunstwerke präsentierten die Kids bei der Abschlussveranstaltung am Donnerstag, den 14. Dezember, ihren Eltern und weiteren Gästen. Für den Kunstteil des Projektes war auch in diesem Jahr Puja Nemati verantwortlich. Er gestaltete zusammen mit den Kindern Bühnenbilder und außerdem sollte jedes Kind ein eigenes Exponat zum Projektthema gestalten. Nachdem im letzten Jahr der Fokus auf Kinderrechte gelegt wurde, war das Thema 2017 eher allgemein gehalten. Dieses Jahr haben wir uns generell auf demokratische Prozesse quasi geeinigt und haben dann demokratisches Bewusstsein auch vom Alltag angefangen, also Alltag der Kinder, aber auch das, was man zu Hause erlebt, bis auch ein Stückchen weiter für die, die das nachvollziehen können, versucht so weit zu erklären, wie es geht. Und wir haben dieses Jahr vor allem das Thema, weil es einfach anstand, Bundestagswahl noch dazugeholt und haben dann auch darüber gesprochen und das mit einbezogen. Die Resonanz sei durchweg positiv gewesen. Daher gäbe es bereits Pläne für 2018. Nächstes Jahr, das ist ja Demokratie leben, wir sind bunt im Landkreis, planen wir dann in eine weiterführende Schule zu gehen, auch mit Kunst und Musik wieder dabei. Wie es in Zukunft weitergeht, ist noch unklar. Aber dieses Jahr hat das Projekt den Landkreis auf jeden Fall etwas bunter gemacht. Der Verein Mountainbikepark Pfälzerwald stellte am Donnerstag, den 14. Dezember, seinen Haushalt für 2018 im Rodalber Rathaus vor. Die Verantwortlichen ließen das laufende Jahr Revue passieren und das kommende wurde besprochen. Welche Highlights in 2018 auf die Biker zukommen, sehen Sie im folgenden Beitrag. Seit den Erweiterungen der neuen Radstrecken des Mountainbikeparks Südwestpfalz gibt es nur 900 Kilometer Wege für Bikerfans. Das Feedback der Gäste sowie der Gastgeber im Pfälzerwald sei durchweg positiv. Ein erfolgreiches Jahr, wie Stefan Marx von der Geschäftsstelle des Mountainbikeparks erklärte. Also wir haben jetzt das erste Jahr hinter uns mit den neuen Kommunen, mit der Erweiterung des Mountainbikeparks, und die Rückmeldung aus den Kommunen ist sehr, sehr positiv. Die Gäste sind begeistert von unseren neuen Strecken, die Gastgeber sind begeistert von den neuen Gästen, die ein sehr interessantes Klientel darstellt. Auch die Guiding-Unternehmen, die hier in der Region ansässig sind, haben viele neue Kunden gewinnen können, sodass das erste Jahr durchaus sehr, sehr, sehr positiv war. Dass der Pfälzerwald ein beliebtes Urlaubsziel für Wanderer und Bikerfans ist, sei kein Geheimnis. Dennoch wolle der Verein zukünftig einen besseren Service anbieten. Um das zu gewährleisten, soll in ein neues Portal investiert werden. Mit unserem Angebot Mountainbikepark auch ein buchbares Produkt kreieren, dass der Gast direkt sehen kann, okay, das sind die Bausteine, ich brauche ein Streckennetz, ich brauche ein Hotel, ich brauche vielleicht ein Guiding und das kann ich im Baukastensystem jetzt zusammensuchen und so meinen Urlaub im Pfälzerwald als Mountainbiker optimal zusammenzustellen. Also dieses Thema Produktentwicklung, das wird ein Schwerpunkt im nächsten Jahr werden. Die Kosten für das Portal sowie der Marketingaktionen finanziert der Verein durch Sponsoren, Mitgliedsbeiträge und aus Verkäufen der eigenen Merchandise-Produkten. Die Highlights im nächsten Jahr seien die geplanten Veranstaltungen und Marathons, wobei diese nicht als Rennen gedacht sind, sondern um den Pfälzerwald zu genießen.
Am Ende der Mitgliederversammlung wurde noch einstimmig ein Nachfolger für den zum 31.12. ausscheidenden Vorsitzenden Werner Becker bestimmt. Neu im Amt des Vorsitzenden ist ab dem 1. Januar 2018 Peter Degenhardt. Als seine Vertreterin wurde Silvia Seebach gewählt. Das neue Jahr rückt immer näher und das nahm die Kreisvolkshochschule zum Anlass, ihr Programm für 2018 vorzustellen. In einem Pressegespräch erklärten die Verantwortlichen der KVHS Südwestpfalz, welche Neuerungen es im Programm gibt und welche traditionellen Volkshochschulkurse geblieben sind. Hier das Wichtigste. Über 550 Kurse werden im nächsten Jahr 2018 von der Kreisvolkshochschule Südwestpfalz angeboten. Landrätin Dr. Susanne Ganster, die in ihrer Funktion als erste Vorsitzende der Kreisvolkshochschule vertreten war, sei stolz, dass es in unserem Landkreis dieses tolle Angebot gibt. Durch die vielen in den Kommunen verteilten Standorte der VHS können wir dort Kurse durchführen, wo unsere Bürger sind, ergänzte die Landrätin. Neben den klassischen bekannten Angeboten der KVHS Südwestpfalz wie Sprach- und EDV-Grundkurse würde es im nächsten Jahr in vielen Bereichen neue Kurse und auch entsprechende Highlights geben. Wir freuen uns zum Beispiel sehr, dass wir im neuen Jahr Bewerbungstraining für Migrantinnen und Migranten anbieten, dass wir aber auch zum Beispiel Bewerbungscoaching machen für Fachhochschulabsolventen, auch für Gymnasiasten bieten wir sowas an. Wir machen im Bereich Gesellschaft eine Schulung für Menschen, die sich mit Menschen, die an Demenz erkrankt sind, befassen. Wir haben eine Schulung zum Thema Ehrenamt stärken, auf die wir uns sehr, sehr freuen. Und haben eigentlich in allen unseren Fachbereichen, wir haben 6 unterschiedliche Fachbereiche und haben wirklich überall Neuigkeiten zu bieten. Mit 16 Außenstellen im Landkreis ist die Kreisvolkshochschule vertreten. Ohne die ganzen ehrenamtlichen Mitarbeiter wäre so ein flächendeckendes Angebot nicht möglich. Daher sei es ein großes Anliegen gewesen, das Ehrenamt zu stärken. Wir freuen uns jetzt, dass wir diese Ehrenamtsschulungen im neuen Jahr anbieten können. Das ist eine Rückmeldung, die wir bekommen haben. Wir arbeiten ja eng mit den unterschiedlichen Abteilungen in der Kreisverwaltung zusammen. Und das ist einfach ein Bedarf, der uns gemeldet wurde, dass man auch an der Stelle nochmal unterstützt. Ehrenamt, rechtliche Fragen, interkulturelle Themen. Und wir freuen uns, dass wir da einfach den Bedarf jetzt decken können. Dr. Dietrich sowie Landrätin Dr. Susanne Ganster sei es ebenfalls sehr wichtig, nicht nur viele, sondern auch qualitativ hochwertige Angebote im Programm zu haben. Wir werden jedes Jahr retestiert. Wir haben unterschiedliche Prüfsiegel, denen wir gerecht werden müssen und auch möchten. Für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir quasi auch verbrieft und versiegelt haben, dass wir qualitativ hochwertige Bildungsangebote in der Region anbieten können. Dazu gehört zum Beispiel die lernerorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung. Der unterziehen wir uns alle 4 Jahre. Wir werden jährlich retestiert. Das nennt sich AZAV. Damit sind wir dann befähigt, Maßnahmen zum Beispiel in Kooperation im Jobcenter anzubieten. Und was im Moment uns ganz aktuell beschäftigt, ist die Retestierung als Träger von Integrationskursen. Da arbeiten wir gerade mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zusammen. Wer vielleicht auf den letzten Drücker noch ein Geschenk für Weihnachten braucht, könnte theoretisch noch an Heiligabend online einen Gutschein von der Kreisvolkshochschule erwerben, fügt Dietrich hinzu. Landrätin Dr. Susanne Ganster, die, wie sie erzählte, am Vormittag bereits durch das Programmheft geblättert habe, sei tatsächlich schon am Überlegen, welchen Kurs sie für die Schwiegereltern aussuchen wird. Passend zur Weihnachtszeit konnte die SPD Rodealpen, vertreten durch Wolfgang Denser und Thorsten Striehl, sowie SPD-Kreischef Peter Spitzer einen Spendenscheck über 500 Euro an die sozialpädagogische Familienwohngruppe Rodealpen der Jugendhilfeeinrichtung Südwestpfalz GmbH übergeben. Denser hatte jene Einrichtung erst vor kurzem anlässlich der Einweihung eines Entspannungs- und Musikraums kennengelernt. Gleichzeitig hatte sich die SPD Rodealpen in diesem Jahr mit einem Stand beim 40. Rodealper Weihnachtsmarkt beteiligt, mit der selbst auferlegten Maßgabe, den erzielten Erlös als Spende weiterzugeben. Die Idee, das erzielte Geld an die Familienwohngruppe weiterzugeben, kam gut an. Auch Vertreter der Jugendhilfeeinrichtungen Südwestpfalz aus Lingenfeld freuten sich über die Spende.
Eine Idee ist es, eventuell mit den Kindern im kommenden Jahr einen Astrid-Lindgren-Urlaub in Schweden zu unternehmen. In den sozialpädagogischen Familienwohngruppen der JES arbeiten pädagogische Fachkräfte in ihrem privaten Lebensbereich mit bis zu 5 Kindern und Jugendlichen, so auch in Rotalpen. Das war's mit Kompakt für diese Woche und für dieses Jahr. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, im Januar zu einer neuen Ausgabe wieder. Bis dahin frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, machen Sie's gut und tschüss. Thank you.